Yo. That girl was running away. That's who he's after. Not the rest of us. Yo, dachte ich mir. The witness claims the killer was obviously after Iris and they got in his way, so he killed them. Gut, damit haben wir hier alles rausgefunden, was es rauszufinden gibt. We have cocktails already. Okay, all right, everyone, let's get this picture. We've got to get to the reception now. Everybody, let me through. Hey. Oh my God. Oh my God. Is she all right? Oh. Hey, slow down. Oh. Let me go. He's here. Look, you need to back off. These weren't normal Bell Killer murders. These people were just in the way. He was after Iris. I wonder if there's more evidence in Joy's room. Okay, random casualties. This massacre was not part of the Bell Killer's plan. They just got in the way, so he killed them. Just like me. Ja, da hat er anscheinend auch gar keine Probleme mit, aber das war ja jetzt auch kein. Das waren jetzt auch keine Morde, die irgendeinem Ritual folgten. Also die, die er wirklich töten will, die tötet er ja irgendwie rituell, obwohl das bei Iris hat jetzt nicht anscheinend so ganz geklappt. Die konnte er nicht so ganz rituell töten, weil da musste es irgendwie anscheinend schnell gehen dann. Jetzt müssen wir nur Joys Room, also Joys Zimmer finden. Hier noch irgendwas? Aber hier war eigentlich kein Zeichen für ein Graffiti, aber das will ja nichts heißen. Und hier haben sie es sich ja dann auch ganz einfach gemacht, dass man ihn eben nicht im Spiegel sieht, weil er ist ja ein Geist. Also das hat wahrscheinlich den Programmierern auch ein bisschen das Ganze ein wenig einfacher gemacht. Gut, wir waren hier drin. Hier waren wir noch... Doch, hier waren wir gerade drin. Ach, ich weiß es nicht. Genau, aber wo zur Hölle war jetzt Joy's Room? Da vorne haben wir auf jeden Fall wieder was zum Einsammeln. Das ist doch schon mal was. Ja, doch. Sanctuary. Ronan isn't religious and neither am I. But I'm starting to get through him to get through to him about the sense of tradition that comes from a place like St. Benedict. It was a breath of fresh air to be here today. That Father Macaulay, he's doing such fine work in the community. A real inspiration, that one. All the things I've done with troubled young people pales in comparison to what Macaulay has done. If there's such a thing as a living saint, he's got to qualify. Okay, der scheint ja sehr nett zu sein, der Typ. Der Priester. Joy ist ja auch sehr begeistert von ihm und in Sorge um ihn. So, was haben wir denn hier? St. Benedict's Church, Rectory, Second Floor. Da sind auch Offices. Vielleicht haben wir da oben mehr Glück. Ich finde es auch sehr krass, dass er hier zwar durch Wände gehen kann, aber Treppen und auch durch den Boden nicht durchflutscht. Also, es ist alles so ein bisschen meh. Ach Mensch. Aber naja, es war irgendwie ein bisschen absehbar, dass er das Zeitliche segnete. ja, schlechter Witz. Gut, hier ist wieder der Aufzug und das müsste ja der Dachboden sein, wo wir Joy auch gefunden haben. Und mal gucken. Hier finden wir alles hier in dem Raum wahrscheinlich. Mal gucken. Wir gucken uns erstmal den Priester hier an. Oh, da sind kleine Katzenpfötchen. Da war die Katze hier.
und wahrscheinlich die Katze gleich finden. So. Na, das hörte sich nach dem Rosenkranz an. Rosary, Wound und Robe. Ich nehme mal den Rosary. Nein? War hier noch mehr? Könnte auch die Wunde sein. Es sieht so aus, als hätte er das Genick gebrochen. Poor man, his neck snapped completely. He never had a chance. Ja, dann wird es wahrscheinlich das gewesen sein. He died trying to protect Iris. Sure, that won't make it sting any less for Joy. Damn it. Ach, Mensch. He died protecting Iris, his last act of sacrifice. Ja, es soll ja auch Priester geben, die ganz gut drauf sind. So, Katzenpfötchen, Katzenpfötchen. Kitty! Sneaking around, cat tracks. The cat must still be nearby from the looks of those tracks. Ja. Können wir vielleicht das Kätzchen auch wieder irgendwie übernehmen? Ich schaue mich mal hier rum. Okay, hier scheint ja auch noch eine ganze Menge zu sein. So, was haben wir denn hier? Ah, der Killer. Der hält das Bild von Joy und ihrer Mutter in der Hand. Hm. Naja, er guckt nicht wirklich auf das Bild, aber er starrt schon so ein bisschen, staring. Discovered? Hiding? Na, er versteckt sich ja nicht. Er hat anscheinend irgendwas entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob discovered heißt, dass er was entdeckt hat oder dass er entdeckt wurde. Das kann ja beides heißen. Ich nehme mal discovered. Okay, es hieß, dass er entdeckt wurde. The killer was found in the attic by the priest, then discarded what he was holding. Gut, das war nämlich das Foto hier. Dropped photo. Joy's photo of her and her mother shattered after it fell to the ground. Gut, oder auch nicht gut. Hier ist noch was. Die Kitty! Hallo, Katze! Oh, die ist ein bisschen spooked. Something spooked the cat. Ja. Wahrscheinlich er hier, wa? Ja, der Typ ist total crazy. Er hat übermenschliche Kräfte. Er kann anscheinend ohne Probleme aus einem hohen Fenster runterspringen. Er ist ja anscheinend, ich weiß nicht, ob er Joy auch hinterhergesprungen ist. Aber den haut ja nix so leicht aus den Latschen, habe ich das Gefühl. So, hier ist ansonsten, glaube ich, nichts mehr. Ich drehe hier mal ein bisschen kurz auf die Katze, aber egal. So. Was haben wir denn hier? Hallo, das ist doch ein Hinweis. Hier ist die Platte abgenommen worden, aber er will es mich nicht untersuchen lassen. So, ich habe jetzt aber auch alle Hinweise. Und das Graffiti, was hier war, das hatten wir ja schon gefunden. Gut, dann können wir eigentlich die Investigation konkluden, sozusagen. So, jetzt müssen wir gucken. Also, er hat... Was war das? Drop Photo? Killer Interrupted. Hissing Cat. Drei Sachen müssen wir auswählen. Dann würde ich mal Killer Interrupted nehmen. The killer was found in the attic by the priest, then discarded what he was holding. Ja, dann das Foto, was er sich angeguckt hat. Finde ich ja schon mal interessant. Und jetzt ist die Frage. Der tote Priester? Oder die Katze? Ich nehme mal den Priester, glaube ich. Ja, war richtig. Hello,
I don't think she's the most ideal roommate. A little rough around the edges, but I'm sure you like the room, and in time, you'll both get along really well. Don't worry. I can get along with most anyone. Excellent. Well, this is the room. Here we are. Father? What's wrong? Go! Go! Killer came here looking for Joy, but took out Iris instead. This is a friggin' dead end. So where's Baxter? If he's not here, he's got some explaining to do. Well, what about you? You see anything? Die Katze ist total begeistert. Original target Joy. The killer came here for Joy, but decided to kill Iris instead when he discovered she was here. Naja, er wollte sie ja auch mal umbringen mit ihrer Schwester. Da hat er das gleich mal, wenn er es auch nicht rituell machen konnte, zumindest nicht sehr rituell, er konnte sie ja nicht wieder verbrennen, hat er sie halt hier doch nochmal getötet. Und Kitty. Wieso kann ich die jetzt auf einmal nicht possessen? Und das ist eine Geisterkatze, die einfach so verschwinden kann. Easy, easy, it's your old buddy Ronan. The hell was that? The killer dropped something in the vent. Maybe the cat can help get to it. Also wusste ich doch, dass das irgendwas zu bedeuten hat, dass dieses Gitter hier abgenommen wurde. The killer dropped something down a vent. Das sah aus wie ein Schlüssel. Jetzt können wir sie possessen. Na super, das fällt dir ja früh ein, mein Freund. Gut. Also Kitty, Attacke. Oh Gott, ich sehe nichts. Ja toll. Hallo, wenn dem der Schlüssel hier runtergefallen ist, dann müsste der doch genau hier liegen. Also bitte, ja? Das ist jetzt wohl nicht euer Ernst. Oh Gott. Thanks for the help. Ha, ja, natürlich, jetzt liegt er hier. Jetzt fällt er uns auf. Aber vielleicht ist er damit runtergefallen. Die arme Katze, die tut mir ja fast ein bisschen leid. Hier wird ständig als Transportmittel benutzt. Oh ja, Key. Fork oder Spoon? Ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. A mysterious key. I know that house. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, welches Haus das war. Scheiße. Aber das müsste das hier sein, das Judgment House, wa? One of Salem's historic sites, da wo die Hexenprozesse abgehalten wurden. That's it. The killer's hideout. I need to get to Judgment House. Das ist doch ein Wort. That historical Judgment House from the museum painting appears to be the killer's hideout. Was für eine Überraschung. Ups, das wollte ich gar nicht. Dann können... Upsi. Wow. Ja, Start Investigation von mir aus. Ja, und jetzt tauchen auf einmal wieder Dämonen auf. Du kannst mich doch mal... Ach, soll ich mich denn da verstecken, bitte? Da hinten sind Verstecke. Mistvieh. Ah, scheiße. Shit. Ah, ich dachte, ich krieg ihn, wenn ich runterrenne einfach.
Ah, der guckt jetzt ein bisschen friedschig, aber ist egal. Wie zur Hölle soll ich jetzt bitte hier runterkommen? Na, ich könnte doch eigentlich ihn hier possessen, oder? Den Polizisten hier. Dann müsste er mich doch auch nicht sehen, oder? Gucken, ob ich das fix machen kann. So. Joa, das geht auch. Wunderbar. Ah, dann dreh ich mal um. So, Freunde der Nacht. Gut, damit hätten wir das auch mal geklärt. Muss ich jetzt hier wieder raus, so wie ich reingekommen bin? Mal hin. Aber ich. Doch, da drüben kann ich poltergeistern. Geh mal bitte wieder rüber. Und lass mich raus. Dankeschön. Moment. Aha. So, nee, hier ist jetzt. Trau denen ja alles zu. Dass die hier nochmal auftauchen oder so. Draußen scheint auch nichts zu sein. Dann düsen wir mal wieder raus. Out of this. Come on. Trust me. You're better off this way. The killer was right. After you. Oh. What happened in there? He didn't suffer. You're lying. He died protecting innocent people. That's all you need to know. Died because of me. Hey. You know, pleading insanity isn't going to help you much on two counts of trespassing and failing to escape. So you can drop the crazy act, all right? Rex, man, give her a break. You got anything to say for yourself? No? That's what I thought. We'll figure out what to do with you at the station. Why does this keep happening to me? Joy, tell him what we found. They need to know it all. You gotta find a way to convince him. Where are you going? Killer left a clue about the ancient mansion we saw at the museum. Tell Rex about that too. It's probably the killer's place. Okay, I'll try. Alles Klärchen, aber da, ja, Joy safe in custody, da ist sie wahrscheinlich am sichersten. Das ist schon okay so. Rex is carting off Joy off to custody. I know the harsh sting of losing your freedom, but it's better than losing your life. Ja, da kommt der Mörder dann vielleicht nicht so schnell hin. Hoffe ich zumindest mal. Der Typ scheint ja auch so ein bisschen was out of this world zu haben. Jetzt müssen wir in Richtung Judgment House. Da waren wir ja noch nicht. Ups, hört sich gerade so komisch an. Jetzt mal gespannt, wo wir da hin müssen. Weil das müsste ja ein neuer Abschnitt sein. Rein theopraktisch. Da müssen wir hier hinten rum. Moment mal. So, hier in der Gegend müssen oder sollten wir ja auch noch diese Benzinkanister finden, aber ja, wenn ich einen sehe, nehme ich ihn mit und ansonsten lassen wir das. Ah, da bin ich ja auch schon mal rausgeflogen. Da wollte mich das Spiel ja nicht reinlassen. Da geht's also zum Judgment House. Kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, diese Plakette hatte auch irgendwas davon erzählt, aber das habe ich schon wieder verdrängt.
I always heard this place was such an interesting museum back in its heyday. Now it's just a place propped up by rusty nails and rumors. A place you wouldn't dare your worst enemy to go into. Judgment House. Huh. Maybe this abandoned place isn't so abandoned after all. I hate it when I'm right.